Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das JJ Tape Bundle von Babasat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. JJ Tape Teil 1 aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Bundle mal öffnen und uns dann im Detail ansehen. Also wir haben hier ein Shirt und ein Album mit dabei und das Ganze kommt in so einer Plastikhülle, in so einem Druckverschlussbeutel. Und was wir hier gleich schon mal lesen, ist Größe S. Ja, man konnte sich die Größe bei dem Shirt damals frei auswählen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, habe ich das relativ spät erst bestellt, dieses Bundle. Dann waren die meisten Größen schon vergriffen, M und L leider nicht mehr vorhanden. Deswegen habe ich mich dann für S entschieden. Ja, wir haben hier einmal das Album und das Shirt. Nachdem das Album noch in Folie geschweißt ist, werden wir das mal aus der Folie befreien. Ups. So, aber jetzt gibt ja mittlerweile zwei JJ Tapes, aber das war der erste Teil. Also, so sieht das Ganze aus. JJ Tape lesen wir hier in hell bzw. dunkelgrün. Dann haben wir hier das Logo von Babasat und darüber lesen wir dann HB13 präsentiert. Also, das ist das Label von Babasat, nämlich Halunkenbande. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir dann nochmal JJ Tape. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 10 Tracks an der Zahl. Wir haben 3 Features, nämlich ein Feature von Bones MC, eins von Punch Arroganz und eines von Twist, der sich ja mittlerweile umbenannt hat und jetzt Twizy heißt. Und dann haben wir als Bonus nochmal Tracks. Und zwar haben wir hier einmal einen Remix. Hier geht es nicht um dich, 2 Remix mit Said und Hamad 45. Und dann haben wir noch die Tracks des Albums in der Instrumental-Version. Also einen Remix-Track bedeutet, wir haben insgesamt 11 Tracks und 10 Instrumentals. Dann haben wir hier unten noch die Credits. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein sehr dünnes Booklet, beziehungsweise nur so einen Einleger. Also, so sieht das aus. Wir haben hier die Tracklist. Dann haben wir die Info, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise gemixt und gemastert hat. Und auf der Rückseite lesen wir dann Babasat. Ja, das eventuell so als Wendecover verwendbar. Ich finde aber dieses doch deutlich ansprechender. Deswegen belassen wir es beim regulären Cover. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus. JJ Tape. Und die Rückseite ist glatt dunkelgrün. So, und dann kommen wir zum Shirt. Dieses ist in schwarz, weiß und grün gehalten. Und was gleich mal auffällt, rein von der Gestaltung erinnert es doch sehr stark an die Farben von Palästina. Wir lesen hier einmal Nase links, Nase rechts und darunter dann JJ since 2005. Also, das Ganze wirklich sehr stark bedruckt, hier wirklich die komplette Fläche ausgenutzt, vom Brustbereich bis runter zum Bauchbereich. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen und wir haben es zu tun mit einem Souls Regent, beziehungsweise nein, Souls Imperial in der Größe S, wie gesagt. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Hier oben haben wir es, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben diesen riesen Aufdruck hier über die ganze Fläche. Nase links, Nase rechts. Darunter dann JJ since 2005. Ist vom Stil her ehrlich gesagt nicht ganz so mein Fall. Allerdings, es fällt auf jeden Fall ins Auge. Alleine schon wegen diesem mächtigen Grün, wegen diesem satten Giftgrün. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe S. Wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. Und das Album JJ Tape
an sich mit insgesamt 10 plus einem, also 11 Tracks und 10 Instrumentals. Das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Babasaat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.